Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Mini- und Wambo-Modus. Der wurde ja nochmal ein bisschen überarbeitet. Deswegen haben wir jetzt hier dicke Einheiten. 300 Gold. Die können wir ausgeben und danach ist Chaos Roll. Ich weiß nicht recht. Also die heilige Rächerin ist schon fett. Ich glaube, die nehme ich. Die nehme ich, weil wir haben den Champion Buff gleich mit. Da ist sie gleich nochmal stärker. Oh, dann Fürsten. Das ist auch nicht schlecht. Guck mal rüber. Oh, auch eine Rächerin. Schattentänzer. Na dann mal gucken. Wenn erstmal gut Worker bauen. Mehr wird hier nicht passieren. Wir haben ihren Champion Buff noch nicht vergeben. Der eine ist weiter drunter. Okay, ich send auf den gelben. Er sendet auf mich. Hellblau. Und Hellblau hat auch eine Rächerin. Okay, dann ist das so ein Dreierkreis. Das heißt, ich mit meiner Rächerin schicke auf jemanden, der eine Rächerin hat und bekomme auch von jemandem, der eine Rächerin hat, geschickt. Krasse Runde. Na gut, so ist das. Mit Zack Rowan sind wir erstmal gut dabei. Vielleicht nächste Runde mal was bauen, mal gucken. Ist an sich relativ entspannt, am Anfang dicke Einheiten zu haben. Einwucher nehmen wir mit. Dicke Einheit für den Anfang zu haben, bei denen wir direkt einen Champion Buff draufpacken können, ist Early Game natürlich 100% abgesichert. Da passiert gar nichts. Wir haben noch nichts gebaut. Ich brauche erst jetzt was gesetzt. Wasserelementar, okay. Da will halt Feuer Fashion Schaden gehen, wie es aussieht. Ich könnte auch noch auf den Pyro gehen. Nächste Runde. Also zwei Berserker, Bazookas. Oder wir nehmen die Blume mit. Blume hält halt auch viel aus, ne? Nö, wir machen das so. Da können wir dann gut Pyros rausholen. Klingt vernünftig für mich.
Nächste Runde sollte nichts passieren. Regenerationsbaum. Mal gucken, was ich noch so hinkriege. Man hat ja prinzipiell erstmal vier Auswahl. Ein bisschen Healing wäre sicherlich nicht verkehrt. Die nehme ich mal mit. Da habe ich erstens ein bisschen magischen Schaden, zweitens noch Healing. Das klingt gut. Können wir ruhig noch einen Worker gehen. Nächste Runde wird auch nicht viel passieren. Können wir ganz entspannt bleiben. Manta wäre schon nicht schlecht. Aber ich muss dann auch langsam auf mehr Frontline gehen. Bis jetzt habe ich nur die Rächerin und die Biene. Das ist ein bisschen wenig. Die könnten wir upgraden. Mache ich auch. Und dann haben wir gleich mal für Welle 10 noch ein bisschen vorgesorgt. Erstmal weiter den King aufwerten. Großartig viel wird hier nicht passieren. Für den Anfang, es wird alles aufs Late Game sich verlagern. Bam, bam, bam. So, mal gucken. Metzger wäre natürlich nicht schlecht. So wäre ganz cool, weil vielleicht kriege ich noch so einen Regenerationsbaum, den ich davor packen kann. Mache ich so. Die Biene werde ich später verkaufen. So, nächste Runde muss ich reinschicken. Im besten Fall sowas. Das wäre optimal, damit wir rausgehen. Können wir die Blume reinpacken. Mana Ross. Yes, my lord. Und eine Harpia. Ich baue ein bisschen mehr, weil die Wave gefährlich wird für die Rächerin. Gucken wir mal. Seeschlangen gebaut. Okay, ich habe safe gehalten und er hält aber auch. Na gut.
Sollte reichen. Ich könnte natürlich jetzt hier noch so einen Goblin-Kopter platzieren, aber muss nicht sein. Das muss nicht sein. Dann vielleicht auf 12 schicken. Also das ist ganz easy gehalten. Gar kein Problem. Guck mal, was da noch so rausgeht. Okay, der hat verkackt. Hier sind zwei durch. Meiner hat gehalten, natürlich. Habe ich auch nichts anderes erwartet. Es geht zum King durch. So, es steht der erste Pyro. Nee, ich mach's lieber auf den Pyro, weil der kann von Anfang an schon Fettschatten, während die anderen noch wesentlich mehr zu tun haben. Gucken wir mal. Noch 260 an. Röcherin ist schon mal down. Jawohl, ich halte. Und hier sieht es gar nicht schlecht aus, dass ich durchkomme. Sehr gut. Das ist super. Maulwurf rein. Was können wir denn machen? Lass mich mal gucken. Ich könnte auch hier noch einen Growl hinsetzen und dann da noch einen Buff rausholen. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. So. Einfach die nur mit rein. Weil der Maulwurf lebt noch. Blockt den Flächenschaden so ein bisschen ab. Hat einen Powerclop gemacht und dann war sie tot. Das hält auch. Hier muss ich wohl auf Stichwaves gehen. Und jetzt wäre die 17. Wir haben ein Tor, das ist nicht schlecht. Ich glaube, ich werde mal aufwerten. Dann bin ich gut bedient. Einer geht noch raus. 7 Stück.
Da konnte ich irgendwie ganz schön zurück. Muss mal ein bisschen aufladen. Ich halte doch immer ganz gut, da muss ich auch mal ein bisschen Worker pushen. Sonst komme ich nicht hinterher. Ja, die haben auch wesentlich mehr Einkommen als ich, also außer er hier. Off to work. Yes, my lord. Hello, my name is Greg. And I'm addicted to Matthew. Ja, ich werde mal ein bisschen mehr pushen. Das ist auch nicht schlecht. Den noch dazu. Sieht ganz gut aus. Jetzt habe ich einen Dreifach Buff um die Recherin drumherum, oder jetzt Gebieterin. Ja. 21 Worker. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Schicken Dinos raus. So gut wie es geht. Jetzt habe ich ein bisschen aufgeholt, was die Worker angeht. Aber da geht noch einiges mehr. Manta. Super stark. Nehme ich direkt mit. Den kann ich noch mit reinpacken. Kann ich auch vorne hinsetzen. Turtle geht noch raus. Ja, da kommen auch ganz schön viele. Gut, dass ich jetzt die Mantas gekriegt habe. Ja, es wird eng. Oh, der Groß ist tot, das ist sehr wichtig. Komm schon. Oh. Schade. Aber es ist halb so wild. Ich hab alles gehalten, außer diese zwei kleinen Popel. Sehr gut. Oh, Schattentänzer. Der kann mit der Attack Speed auch gut was anfangen. Es wird immer besser. Es wird einfach immer besser. Schon noch drei Rocker. Aber ich glaube, das sind alle vier Buffs, die man haben kann. Ich glaube, mehr gibt es nicht. Oder doch? Ne, ich glaube nicht. Da kommen wir nur 300. Ich habe im Auto sind schon mehr drin, das ist sehr schön.
So, dann werden wir erstmal die Flächenschaden ausschalten. Für Soras hat er viel. Also noch mehr Stich reinschicken. Auf zu work. Viel Kleinkram? Nee, hat er nicht. Schicke ich den noch mit. So, hier können wir den Madman zum Golem direkt aufwerten. Die Yosora mit rein ist auch nicht schlecht. So, was könnte ich noch gebrauchen? Manachos ist immer gut. Ich verkaufe ich. Kann ich hier noch so einen Schleim mitsetzen? Den setze ich hier vorne hin. Kann sich nachher aufteilen. Gucken wir mal. Auch 1000er geschickt bekommen. Ja, die gehen direkt auf den Voreis. Das ist ärgerlich, aber er konnte ein bisschen Schaden rausholen. Ich muss eigentlich nichts mehr bauen, nur noch Upgrades machen. Ja, sein Voice kann natürlich ordentlich angreifen, weil ich keine Seeschlange habe. So wie er. Schade. Consider it done. So, ich mache nur noch Upgrades. Mehr mache ich nicht. Nächste Wave soll ich wieder schicken. Von 9 auf 19. Da kann ich auch Voreis mitschicken, weil die Fernkämpfer da sowieso stehen. Ich will jetzt aber keine Worker mehr holen. Habe jetzt schon über 100. Ja, ich glaube, das passt. Belagerungsmaschinen raus, so gut es geht. Sollen wir die Buffs hier noch aufwerten? Und die auch greifen. Fürst des Todes ist natürlich super stark. Mach hier noch Mana raus hin, dann ist das erstmal komplett. Oh, der kriegt ordentlich von den rein. Das kann mein Voice ordentlich angreifen. Geht aber nicht auf die Rächerin.
Das wäre optimal gewesen. Aber steht mittlerweile zu viel davor. So. Ich mache weiter Upgrades. Gute Upgrades. Jetzt muss ich theoretisch nur noch die Hardeste aufwerten. Also Fürst des Todes zu Hades. Ach, hier drüben ist noch eine Yozora. Okay, die drei Sachen, den lasse ich sowieso. Geht nur. Ein Manta kann ich noch. Theoretisch die Harpien. Mal gucken. Aber hier sind alle vier Buffer rund um die Gebieterin. Das ist schon unglaublich fett. Ich guck mal, 1485 er plus. Ja, ist nicht so gut dabei. Er ist unter Bier sogar. Vorletzter. Hades aufwerten. Manta. Die Yozora hier drüben. Ah, dafür reicht es jetzt nicht. Den Verkaufer auch nicht. Aber dann kann ich die noch upgraden. Das ist 165 sogar. Okay. Volle Power. Holy shit, die Buffs, ey. Champion Buff. Mehr Magieresistenz und Regeneration. Noch mehr Resistenzen. Attack Speed. Lebensraum. Das ist schon krass. Also ich würde ja persönlich für die nächste Wave gehen. Weil wir sind noch gut dabei. Einer hat noch 1300 plus. Wir sehen ganz viele Hydras. Ich wollte mal noch ein Tor hin. Ja, komm. Leider ist nicht gesendet. Mein Frontline ist schon weg. Ja, bin auch raus. Ja, der eine hat halt gehalten, ja, weil er nicht zum Senden kam. Aber das war eine krasse Runde. Also Gebieterin so extrem hochgebufft. Das musst du erstmal schaffen. Aber das kriegst du auch nur in so einem Chaos-Roll hin. Wo du dann jede erdenkliche Einheit bekommst. Schon stark. Ja, da haben wir dann reingekackt, na. Weil er nicht gesendet hat. Erstmal eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's bis zum nächsten Mal. Ciao.